Bundestages vorstellen. Bei uns zu Gast, ich habe es schon erwähnt, Professor Astrid Wall-Rabenstein von der Uni Frankfurt, Frau Martina Renner von der Fraktion der Linken, sie ist die Obfrau im Untersuchungsausschuss, Herr Dr. von Notz von Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Obmann im NSA-Ausschuss, Herr Dr. Hahn von der Fraktion Die Linke und Hans-Christian Ströbele von Bündnis 90 Die Grünen, allesamt im NSA-Ausschuss. Wir haben jetzt gar nicht abgesprochen, wer anfängt von Ihnen. Was haben Sie verabredet? Frau Professor Wall-Rabenstein, Sie fangen an, stellen die Klage vor. Wollen wir dann gleich in die Fragen übergehen oder Sie ergänzen zunächst jeweils für eine der Fraktionen? Ja? Dann machen wir das so. Bitte, Frau Professor Wall-Rabenstein. Ja, vielen Dank. Gestern Abend habe ich als Prozessbevollmächtigte für die Linke und die Grünen im Bundestag Organstreitklage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht. Es geht um einen Aspekt aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, nämlich den Streit um die Vernehmung des Zeugen Edward Snowden in Berlin. Edward Snowden ist, so habe ich das als Prozessvertreterin jetzt kennengelernt, für die Opposition besonders deshalb wichtig, weil in diesem Untersuchungsausschuss ein Problem auftaucht, was eigentlich immer wieder auftaucht. Aber hier eben in dieser besonderen Konstellation, dass die Opposition eine Chance hat, über einen Insider, einen Whistleblower, Informationen über Geheimdiensttätigkeiten zu erhalten, die normalerweise die Regierung immer geheim halten möchte. Wir sind also bei einem Grundproblem von Regierung, die etwas geheim halten will, und dem Parlament, vertreten durch die Opposition, die für die Öffentlichkeit und gegen die Geheimhaltung kämpft. Und da ist der Zeuge Edward Snowden eben von besonderer Relevanz. Und deshalb ist es politisch gesehen gar nicht so überraschend, dass über seine Vernehmung Streit entstanden ist. Der Streit entzündet sich an einem gewisserweise fast lächerlichen Aspekt, nämlich der Frage des Vernehmungsortes. Dass er vernommen wird, ist klar. Die Opposition hat das beantragt im Untersuchungsausschuss und hat auch einen Beweisbeschluss. Der Untersuchungsausschuss hat einen Beweisbeschluss getroffen, dass er vernommen wird. Und jetzt streitet man sich um den Ort. Snowden wäre bereit, in Deutschland auszusagen, wenn man die Fragen seiner Einreise und sicheren Geleites regelt. Das muss man dann tun und es würde funktionieren. Und die Regierung ist jetzt dagegen und ist deshalb jetzt der Auffassung, dass man ihn doch prima im Ausland vernehmen könne. Und genau das kann und will Snowden nicht. Und damit kann man sich jetzt darum streiten. Die Regierung will ihn nicht nach Deutschland lassen und möchte, dass der Untersuchungsausschuss ihn im Ausland vernimmt. Typisch für solche Untersuchungsausschüsse ist, dass die Regierungsmehrheit dann wiederum dieses Regierungsinteresse auch im Ausschuss vertritt und Auslandsvernehmungen von Edward Snowden versucht, die aber eben nicht klappen können. Edward Snowden hat häufiger erklärt und erläutert, dass er eben nur in Deutschland aussagen würde. Also muss man darüber jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht streiten und damit bin ich beauftragt, das haben wir jetzt, diese Klage haben wir jetzt eingereicht. Eine Vorbemerkung vielleicht noch, der Zeitfaktor von so einer Klage, die dauert und das ist etwas, was in diesem Fall wieder der Regierung und ihrem Geheimhaltungsinteresse nützt und aus diesem Dilemma kommt man nicht heraus, dass man klagen muss, dass es dauert, aber eben versuchen muss, es so schnell wie möglich hinzubekommen. Wir haben bisher eben einen Organstreitantrag eingereicht, aber keine einstweilige Anordnung beantragt, weil wir hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht gebeten haben, zügig zu entscheiden. Ob das so sein wird, das kann ich Ihnen heute halt noch nicht sagen. Verfassungsrechtlich, das ist vielleicht jetzt der Part, den ich noch eben erläutern kann. Verfassungsrechtlich kann man, glaube ich, auf zwei Ebenen unsere Argumentation ansiedeln. Ich sagte einleitend schon, es geht um den Grundkonflikt. Regierung möchte Geheimhaltung, Parlament durch den Untersuchungsausschuss, getrieben von den Abgeordneten der Opposition, möchten Öffentlichkeit, Transparenz. Dass in so einem Konflikt dann auf die Regierung und die Opposition zu unterschiedlichen Einschätzungen über konkrete Einzelfragen kommt, ist ganz typisch. Die Regierung sagt, es sei bedenklich und würde die deutsch-amerikanischen Beziehungen belasten, wenn Snowden nach Deutschland reisen würde. Die Opposition sieht das anders. Verfassungsrechtlich ist jetzt interessant, wer denn die Argumentationslast hat. Wer muss seine Position begründen?
da Untersuchungsverfahren dem Grunde nach öffentlich sind und die Beweiserhebung, das sagt auch die Verfassung, ausdrücklich öffentlich erfolgen müssen, liegt die Begründungslast dafür, dass etwas nicht geht, er nur im Ausland vernommen werden kann, bei der Regierung und nicht bei der Opposition. Und wenn man sich daraufhin die Argumentation der Bundesregierung anschaut, worin denn die Belastung der deutsch-amerikanischen Beziehungen liegen könnte, dann bleibt von dem Vorbringen der Bundesregierung sehr wenig übrig. Und da sie aber die Argumentationslast hat, gehen wir davon aus, dass damit sie nicht durchdringen kann und deshalb das beantragte Begehren der Oppositionsparteien, Edward Snowden in Deutschland zu vernehmen, schon mangels hinreichender Gründe, die dagegen sprechen, Erfolg hat. Das ist die erste Argumentationsebene. Sie sehen, das ist etwas formal, etwas prozessual. Die zweite ist dann in der Sache, wenn man jetzt von diesen prozessualen Fragen der Begründungslast absieht, kann man sich auch noch mal fragen, wie in der Sache denn die Argumente für oder gegen eine Vernehmung Snowdens in Deutschland sprechen. Ich sagte, dass die Bundesregierung die Belastung der deutsch-amerikanischen Beziehungen anführt. Ich persönlich würde es verstehen, wenn die USA an sich nicht möchte, dass man Snowden vernimmt. Das ist aber nicht die Frage, die ansteht. Denn dass er vernommen wird, das ist bereits beschlossen. Und würde er im Ausland vernommen, würde er ja, so behauptet die Bundesregierung, das Gleiche sagen. Das heißt, es geht allein um den Ort. Und da ist, glaube ich, auch in der Sache wenig verständlich und nachvollziehbar, warum dies die deutsch-amerikanischen Beziehungen so belasten soll. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt die sachliche Begründung anschaut, ist das Argument, dass Snowden in Deutschland vernommen werden soll und damit auch die Möglichkeit der Befragung anders ist, als wenn man das per Videovernehmung oder machen würde und er möglicherweise Moskau auch verschiedenen Restriktionen unterliegt, ein starkes Argument dafür, dass die Vernehmung hier in Deutschland stattzufinden hat. Das ist das zweite sachliche Argument der Klage, weshalb wir sie für aussichtsreich halten. Den Rest werden wir dann halt in Karlsruhe erfahren. Soweit Danke. Als Überblick. Danke, Frau Professorin Rabenstein. Dann Ergänzungen von Frau Renner, bitte. Ja, meine Damen und Herren, von mir ein paar allgemeine, auch politische Ausführungen, warum wir heute diese Klage einreichen. Mit der Klage geht es uns darum, festzustellen, zu prüfen, zu klären, ob wir als Parlamentarier und Parlamentarierinnen unsere Kontrollfunktion ausüben können oder ob Geheimdienste und Bundesregierung die Aufklärung kontrollieren. Und es geht um die Rechte des derzeit einzigen parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Europa, der sich mit der internationalen Geheimdienstüberwachung beschäftigt. Dieser Ausschuss tagt in Berlin. Und dieser Ausschuss braucht den Zeugen Edward Snowden. Wir haben uns für die Klage entschieden, weil wir uns zur Aufklärung eines der größten Skandale dieses Jahrzehnts verpflichtet fühlen. Wir wollen eine öffentliche und auch nachvollziehbare Aufklärung darüber, wie und in welchem Umfang Geheimdienste, seien es US-amerikanische oder auch deutsche, unsere alle Privatsphäre ausgeschnüffelt haben und überwachen. Wir wollen, dass diese Aufklärung im Deutschen Bundestag in Berlin stattfindet. Und so dazu braucht es natürlich denjenigen, der die Welt über die Überwachungsprogramme aufgeklärt hat, als Zeugen Edward Snowden. Und die Öffentlichkeit und der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat ein Recht darauf, Edward Snowden in öffentlicher Sitzung in Berlin zu hören. Darum geht es uns im Kern bei der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, das Recht des Parlaments, der Bundestagsabgeordneten, im Sinne einer umfassenden Aufklärung und Untersuchung alle notwendigen Zeugen öffentlich und am Ort des Geschehens zu hören. Das aber, und das ist Ausgangspunkt für unsere Klage, will weder die Bundesregierung und das will auch nicht, und das bedauern wir außerordentlich, die Abgeordneten der Großen Koalition. Wir können und dürfen uns mit der Situation jetzt nicht abfinden. Mit einer Situation, in der die Bundesregierung über die Rechte des Parlaments entscheidet und in der die Bundesregierung darüber entscheiden will, was und wie an Geheimen im Geheimen bleibt.
Es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als Bundestagsabgeordnete im Sinne derer, die uns gewählt haben, die Regierung und ihr Handeln zu kontrollieren. Das ist Kernaufgabe unserer parlamentarischen Tätigkeit. Die Bundesregierung will dies verhindern. Deshalb haben wir uns nun an das Bundesverfassungsgericht gewandt, damit das Bundesverfassungsgericht im Kern über die zentrale Frage entscheidet, wie und ob die Rechte der Abgeordneten durch die Bundesregierung beschnitten werden können. Diese Frage geht weit über die Frage hinaus, kann und darf Edward Snowden nach Deutschland einreisen, um hier als Zeuge vor dem Bundesuntersuchungsausschuss auszusagen. Um es zusammenfassend zu sagen, wir kontrollieren die Bundesregierung und die Geheimdienste, nicht umgekehrt. Und es kann nicht sein, dass die Bundesregierung versucht, uns als Aufklärer zu kontrollieren. Vielen Dank. Danke, Frau Renner. Und Herr von Notz, bitte. Ja, vielen Dank. Ich kann da gut anschließen, meine Damen und Herren. Es ist der größte Datenschutzskandal aller Zeiten. Und man kann ja das Positive auch hervorheben. Deutschland ist das einzige Land, das gesagt hat, wir machen einen Untersuchungsausschuss. Wir wollen Aufklärung. Wir wollen verstehen, was da passiert ist, was ausländische Dienste im Hinblick auf Bundesbürgerinnen und Bundesbürger machen, aber auch was unsere eigenen Dienste machen. Und die Fakten sollen auf den Tisch. Das war ein fraktionsübergreifender Beschluss des Deutschen Bundestages. Alle Fraktionen haben dem zugestimmt. Und jetzt haben wir unseren Untersuchungsausschuss. Das ist erstmal gut. Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Schwerpunkte, wie wir Beweis erheben können. Das eine sind Akten, das andere sind Zeugen. Bei den Akten, lassen Sie mich kurz sagen, wir bekommen viele Akten erst verfristet, das heißt verzögert sozusagen. Nicht? Wir haben ja bestimmte Fristen gesetzt, ab wann wir Informationen haben wollen. Das war schon bei den Vernehmungen der Zeugen die letzten Tage, also gestern vor allen Dingen, auch schwierig, weil wir bestimmte Informationen noch nicht hatten. Und, das haben Sie sicherlich auch alle gehört, die Akten sind weitgehend geschwärzt. Ja, es sind viele interessante Stellen, man könnte auch fast sagen, praktisch alle Stellen, wo es interessant wird in diesen über 1000 Aktenbänden, sind umfangreiche Schwärzungen vorgenommen worden. Und zu guter Letzt hat man zahlreiche, sehr relevante Dokumente für uns überhaupt aus den Akten herausgenommen. Die haben wir noch nicht mal geschwärzt bekommen. Das ist also mit dem Beweiserhebungsmittel Akten. Und bei den Zeugen ist es so, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, es gibt jetzt eine Gesetzesänderung im Bundesdatenschutzgesetz, die geplant ist. Da soll die Aussagefähigkeit des Bundesdatenschutzbeauftragten beschnitten werden, nach unserem Verständnis. Das ist für unseren Fall und für unseren Aufklärungsgegenstand auch relevant. Wir haben gestern erlebt, was es bedeutet, wenn die Aussagebefugnis von Beamten des BND weitestgehend eingeschränkt sind. Dann läuft man nämlich in öffentlichen Anhörungen bei jeder zweiten Frage an die Wand, dass die Person nicht befugt ist, auszusagen. Und einer der wichtigsten Zeugen überhaupt, wenn nicht gar der wichtige Zeuge, Edwards wichtigste Zeuge, Edward Snowden, den sollen wir überhaupt nicht ordnungsgemäß vernehmen können, hier in Berlin, wie es das Gesetz vorsieht. Und ich kann Ihnen sagen, die Diskussion, die wir in den letzten Monaten geführt haben über Moskau und wie wir da hinfahren, parallel zur Ukraine-Krise und dem Agieren Putin, ich empfinde es als grotesk. Ja, ich empfinde es als grotesk, wie da versucht wird, diese relativ triviale Frage, dass die Zeugen, die wir hören wollen, hier nach Berlin kommen, wie man die versucht zu hintertreiben. Und deswegen ist es in diesem Gesamtsetting, sage ich mal, für uns eine relevante Frage, dass das Parlament hier in einem ordnungsgemäßen Verfahren einen so wichtigen Zeugen wie Edward Snowden hört. Gerade nach dem gestrigen Tag können wir, glaube ich, sagen, dass er für uns wirklich ein ganz, ganz wichtiger Zeuge ist und viele Dinge aufklären kann, zu denen wir viele Fragen haben. Insofern ist die Frage, ob Edward Snowden nach Berlin kommt, für uns eine Schlüsselfrage, die wir jetzt leider so zu beantworten suchen. Vielen Dank, Herr von Notz. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Und die ersten sind schon notiert, Herr Denkler, dann Herr Steiner. Frau Wabenstein,
die Bundesregierung selbst hat so ein Gutachten abgegeben, in dem sie sagt, sie befürwortet es nicht und lehnt es eigentlich ab. Aber sie ist ja bisher nicht direkt beauftragt worden vom Ausschuss, weil der Ausschuss mehr dieses Mal gefehlt hat, Snowden zu laden, irgendwas in die Wege zu leiten. Das heißt, das Einzige, was sie gemacht hat, war, dieses Gutachten zu erstellen auf Antrag des Ausschusses und mehr nicht, eine Stellungnahme abzugeben dazu, wie sie das so sieht. Und mehr hat sie dazu gar nicht gemacht, hat sich ansonsten ja nicht weiter geäußert, hat heute nochmal, Herr Seibert hat nochmal klargestellt, es gibt auch keine Änderungen an dieser Haltung. Wen verklagen Sie jetzt eigentlich an der Stelle? Die Ausschussmehrheit, lässt sie sich überhaupt verklagen? Verklagen Sie die Bundesregierung wegen Untätigkeit? Sie ist aber bisher gar nicht beauftragt worden vom Ausschuss. Wie ist da die Gemengelage aus juristischer Sicht? Weil mir leuchtet das nicht so ganz ein, wie das sozusagen, wo der Haken ist, an dem Sie angreifen. Bitte, Frau Rahmstein. Frage ist, wen verklagen wir? Beide, Bundesregierung und den Untersuchungsausschuss bei seinen Mehrheitsentscheidungen. Also ein Antragsgegner ist die Bundesregierung und der Untersuchungsausschuss. In der Sache, woran knüpft man an? Die Bundesregierung hat diese Stellungnahme abgegeben und Teil dieser Strategie, also in dieser Stellungnahme erkennen Sie, wenn man sie dann genauer studiert, eine Strategie. Sie ist gefragt worden zu den Rahmenbedingungen, wie man Snowden nach Deutschland holen könnte. Wie sieht das ausländerrechtlich, aufenthaltsrechtlich aus? Wie sieht das aus mit sicherem Geleit? Nicht gefragt wurde die Bundesregierung an dieser Stelle, ob sie dazu Lust hat oder nicht. Warum sollte auch der Ausschuss fragen? Darauf hat sie aber geantwortet. Sie hat unter der Rubrik Grenzen der Amtshilfe ausgeführt, wie sie das sieht in der Sache. Und sie sieht sich nicht als verpflichtet an, dem Untersuchungsausschuss hier zu helfen, führt das dann an der Stelle aus. An der Stelle macht die Bundesregierung kund, dass sie sich weigern und auch weigert und weigern wird, sollte der Untersuchungsausschuss sie fragen, entsprechende Maßnahmen, die sie abstrakt vorher geschildert hat, auch zu ergreifen. Und die Weigerung, das Unterlassen, ist der Anknüpfungspunkt, auf den wir die Klage stützen gegen die Bundesregierung. Noch eine Nachfrage, Herr Denkler. Jetzt ist es da. So. Ja, können Sie eigentlich, ich bin jetzt kein Jurist, können Sie den Untersuchungsausschuss als solchen verklagen? Ist das möglich oder müssen Sie praktisch den Bundestag komplett verklagen? Man kann den Untersuchungsausschuss verklagen. Antragsteller und Antragsgegner im Organstreitverfahren können die Verfassungsorgane oder eben ihre Teile sein, die vom Grundgesetz mit eigenen Rechten oder Pflichten ausgestattet sind. Und der Untersuchungsausschuss ist so ein Teil des Bundestages und hat Rechte und in diesem Fall aber auch eben Pflichten, nämlich dieser Beweiserhebung nachzugehen. Das ist das, was wir dem Untersuchungsausschuss vorwerfen, dass er dieser Pflicht nicht nachkommt, indem er die Anträge der Opposition ablehnt, die darauf ebenfalls ein verfassungsmäßiges Recht hat, dass diese Anträge beschlossen werden und die Mehrheit mit erfolglosen Anträgen, Vorschlägen, Snowden in Moskau zu vernehmen, obwohl er gesagt hat, das mache ich nicht, die Sache hinauszögert. Also die Beweisverhebung verschleppt, Erhebung verschleppt, wenn Sie so wollen. Herr Steiner, dann Herr Rath. Nun, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist es aber doch so, dass die Koalitionsabgeordneten gar nicht sagen, dass sie Snowden nicht in Deutschland vernehmen wollen würden, sondern dass sie immer nur sagen, wir wollen ihn jetzt nicht in Deutschland vernehmen. Funktioniert da Ihre Argumentation? Gegenfrage, warum nicht? Also es gibt einen Antrag. Verfassungsrechtlich ist es so, dass die Minderheit im Untersuchungsausschuss auch von Verfassungswegen Beweiserhebungs- und Beweisdurchsetzungsrechte hat. Also man hat nicht nur als Opposition nicht nur das Recht zu sagen, ich möchte, dass dieser Zeuge vernommen wird und das machen wir dann in 4 Jahren, sondern die Opposition hat auch ein Recht darauf zu sagen, wann der denn vernommen wird. Das ist auch verfassungsgerichtlich entschieden worden und weil das so ist, steht es inzwischen im Gesetz nach diesem sogenannten Reißverschlussverfahren. Irgendwann ist dann auch die Opposition dran. Noch nicht entschieden und deshalb auch nicht im Gesetz ist die Frage, was sagen wir denn zu dem Wo? Und wenn Anträge auf Beweiserhebung durch Vernehmung von Snowden in Berlin zum nächsten Zeitpunkt, zu dem die Opposition das Ladungsrecht hat, abgelehnt werden und dafür aber beschlossen wird, Snowden in Moskau zu vernehmen, obwohl er schon 2-mal, 3-mal gesagt hat, er tut das nicht, sehe ich nicht, wie man anders sich weigern kann als eben so. Genau so.
Und die Weigerung ist das. Vielleicht Ihre Frage noch mal ein bisschen zugespitzt. Wenn man jemandem ein Unterlassen vorwirft, kann man es nie so greifen wie ein Tun. Das ist immer so. Aber das ist so, dass eben auch das Unterlassen von Pflichten klagefähig ist. Herr Rath müsste jetzt hinter sich greifen, um ein. Also hat sich schon ein Mikrofon rangezogen. Bitte. Ich habe drei Fragen. Gehen Sie davon aus, dass das Interesse des Untersuchungsausschusses immer das Interesse der Bundesregierung, außenpolitische Dinge zu berücksichtigen, überwiegt, weil es ein Aufklärungsinteresse gibt oder jedenfalls in diesem Fall, wo wir den größten Datenschutzskandal haben, es immer außenpolitische Interessen überwiegt? Dann wären die anderen zwei Fragen hinfällig. Wenn aber es doch eine Abwägung gibt, gehen Sie davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht aufgrund seiner bisherigen Rechtsprechung sich in der Lage sieht, der Bundesregierung zu sagen, was nun die außenpolitischen Interessen Deutschlands sind? Und glauben Sie, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass Ihren Argumentationen gefolgt wird, was das tatsächliche außenpolitische Interesse ist und das von der Regierung formulierte außenpolitische Interesse falsch ist? Und drittens, wenn Sie jetzt sagen, das ist ja trivial, der Ort, und dient ja nur dazu, hier Obstruktion zu betreiben. Sie haben in dem Zusammenhang von freiem Geleit gesprochen. Das klingt so, als ob Snowden nach seiner Aussage wieder zurückreisen wird. Wenn Snowden aber sagt, er kann nur frei und offen reden, wenn er nicht unter dem Druck zum Beispiel in Moskau steht, wo das Asyl ja möglicherweise unter bestimmten Bedingungen stand, dann spricht ja vieles dafür, dass Snowden nicht nach Moskau zurückreisen wird, sondern dass er hier bleibt und dann erst wirklich frei aussagen kann. Und dann ist die Sache vielleicht auch nicht mehr ganz so trivial. Vielleicht zur letzten Frage zuerst. Ich bin ja nicht die Anwältin von Snowden. Ich weiß es nicht. An der Stelle muss man, glaube ich, Wolfgang Kaleck, das ist sein Vertreter hier in Deutschland, fragen. Das, was er dem Untersuchungsausschuss gesagt hat, was mir persönlich einleuchtet, wenn ich als Zeuge vernommen werde, dann komme ich, dann tue ich das, was ein Zeuge tun muss. Ich sage wahrheitsgemäß aus. Das möchte ich auch, weil das mein Interesse ist, dass Dinge ans Tageslicht kommen, die vorher im Verborgenen waren. Und ich möchte dafür sicheres Geleit. Und das heißt insbesondere, ich möchte eine Zusicherung, dass die Bundesregierung oder Deutschland nicht mich ausliefert, sobald ich deutschen Boden betrete, an die USA. Soweit. Und das leuchtet mir alles ein. Es ist das, was den Untersuchungsausschuss interessiert und an dem ich, sagen wir, was ich gut nachvollziehen kann. Ob Edward Snowden sich noch andere Dinge vorstellt oder so. Man kann in der Zeitung lesen, dass er möglicherweise auch in die Schweiz fahren würde oder alles Mögliche. Das weiß ich einfach nicht. Das ist auch sozusagen nicht mein Gegenstand. Die anderen beiden Fragen. Erste Frage: Überwiegt das Aufklärungsinteresse immer alle anderen Interessen? So abstrakt gefragt, wahrscheinlich nicht. Das, also sozusagen wie bei einer Abwägung, ist es immer auch denkbar, dass ein anderes ganz besonders wichtiges Interesse da kommen könnte, was ein ebenfalls sehr wichtiges Interesse dann vielleicht noch mal überwiegt. Ich sehe das in diesem Zusammenhang sozusagen nicht kommen. Ich wüsste nicht, wie die natürlich nachvollziehbaren Interessen der USA, dass ihnen das nicht gefällt, wenn Edward Snowden aussagt, das ist mir plausibel, aber wie da jetzt Verstimmungen der deutsch-amerikanischen Beziehungen so gravierend sein könnten. Also meine Fantasie reicht dafür nicht aus. Da würde ich sagen, ja, dann gibt es halt wahrscheinlich ein bisschen oder womöglich ein bisschen, ich habe keine Ahnung, irgendjemand beschwert sich, aber da gibt es ja andere Belastungen der deutsch-amerikanischen Beziehungen, die nach meinem persönlichen Dafürhalten schon deutlich gravierender sind. Und ich erkenne es an dieser Stelle überhaupt nicht. Aber natürlich weiß ich auch nicht, was die Zukunft bringt. Die rechtliche und verfassungsrechtliche Frage, die Sie angesprochen haben, die ist dann die, um die es in Karlsruhe gehen wird. Was nach meinem Dafürhalten ist es nicht letztlich Aufgabe des Verfassungsgerichts zu wissen, was das Staatswohl in ganzer Wirklichkeit am besten ist. Ich glaube, dass das im politischen System ausgehandelt werden muss. Und die Frage ist dabei aber, wer da das Sagen hat und wer die Argumentationslast hat. Das ist das, was ich eingangs auch sagen wollte. Normalerweise in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit.
Hier haben wir aber ein Untersuchungsrecht, und das ist aus gutem Grund von der Verfassung als Minderheitenrecht ausgestaltet. Und deshalb hat die Minderheit bestimmte Rechte, eben Beweiserhebung durchzuführen.